Tja, Kind konnten wir nicht retten. Ach, da unten. Okay. Ja, dann reiten wir von Niederwöhr aus, würde ich sagen. Wieder aufgefüllt. Bräuchte man für verbesserte Schwalbe wäre nicht schlecht. Okay. Weggeploppt ist da. Okay. Vielleicht müssen wir es gleich töten. Ach, guck mal. Lollis. Der süße Pfad. Hey da, Meister. Bleib weg vom Nebel, wenn dir das Leben lieb ist. Pass auf, Herr. Ein Monster streift durch den Sumpf. Geh in den Nebel, dann wirst du nie mehr nach Hause kommen. Dieses Monster. Erzähl mir mehr. Ich habe es selbst nur einmal gesehen. Und das aus der Ferne und nach Einbruch der Dunkelheit. Es drehte sich um und ich sah Augen wie glühende Kohlen und ein Maul voller Reißzähne. Humanoid. Nachtaktiv. Der erste Angriff. Weißt du noch, wann der war? Vor einer Woche ungefähr, als Borin verschwand. Merek und Tomil haben ihn gesucht, aber die sind auch nicht wiedergekommen. Ich hatte Angst. Niemand traut sich mehr in die Sümpfe. Das Lager ist verlassen und das bei so hervorragendem Torf. Kohlschwarz und ölig, brennt toll und ist geeignet zum... Faszinierend, um jedoch beim Thema zu bleiben... Du hast wohl die Bekanntmachung in Niederwöhr ausgehängt. Ja, das war ich. Gut, dass sie jemand gelesen hat. Ich habe einem Schreiber ein Dutzend Eier gezahlt dafür, dass er sie verfasst. Ich kann helfen. Gegen eine Gebühr. Freilich. Nicht mal ein Ochse zieht den Pflug umsonst. Ich fürchte, ich brauche mehr als ein Ochse. Wie viel genau willst du zahlen? Ex-Aufträge lohnen sich ja richtig hier, wa? Wir probieren es hier bei dem auch mal wieder mit 300, wa? Das bringe ich nicht zusammen. Wärst du auch mit ein paar Kronen weniger zufrieden? Nein. Oh, Meister, du verkaufst deine Dienste aber teuer. Na schön, ich bin einverstanden. Na schön, Zeit, dass ich mich dran mache.
Wo finde ich das Monster? Geh nach Süden. Aber Vorsicht, über den Sümpfen ist die Luft schlecht und voller Pocken. Brennt in den Augen, kratzt in der Kehle. Zum Ersticken. Das ist kein gewöhnlicher Nebel. Bestimmt wieder so ein Der Geruch, oder sowas. Fast metallisch. Oh. Aua, aua, aua. Hier ist etwas. Ich muss das Auge benutzen. Eine Illusion. Die Spuren wurden magisch verschleiert. Es wird interessant. Verschiedene Klauenspuren. Da haben wohl ein paar Exemplare gefressen. Hatte nicht mal Zeit, die Waffe zu ziehen. Das Monster muss ihn überrascht haben. Ich habe es wohl mit einem alten Nebling zu tun, der sich hinter einer Illusion verbirgt. Nebling. Nebling haben wir doch schon mal. Geister, Hybriden. Nebling, ja. Also Mondstaub, Nekrophagenöl und Quen. Okay, cool. Nekrophagenöl und Quen. Hilfe der Illusionen? Oh. Oh.
Sieht nach Regen aus. Das Auge von Nihalini. Ich sollte es benutzen. Hübsche Zähne. Au. Alter. Alter, ist der stark. Oh. Okay. Weiß ich ja nicht, ob wir den schaffen. Selbst jetzt mit Nekrophagenöl. Ich habe mir jetzt auch ein bisschen blöd angestellt. Muss ich es dazu sagen. Mal gucken. Ist vielleicht was drinne. Mal schauen. Kriegen wir hin. Boah, jetzt lädt er aber. Ich habe aber gespeichert, ne? Ja. Ja, muss ich mal gucken. Also ich habe die Angriffsfolge von dem noch nicht so raus. Irgendwie, wenn der sich materialisiert aus dem Nebel, dann schlägt er irgendwie gleich zu. Nur mal gucken, dass ich da mehr ausweiche, dass ich die Schläge nicht immer so fresse. Und ja, dann irgendwann muss ich auch selber zuschlagen. Mal gucken. Vielleicht mache ich das nur mit schweren Angriffen oder so. Mal sehen. Der lädt aber lange jetzt hier. Was ist denn da los? Doch, da sonst nicht so lange. Das sind ja hier PS3-Verhältnisse. So, was ist jetzt? Kriegst du das hier noch hin, oder?
Gut. Das hat sich jetzt hier wohl erledigt. Jupp, jupp, jupp. So viel dazu. Also, ich weiß ja nicht, ob das immer an denen so liegt, aber seitdem die gepatcht haben, ne? Keine Ahnung. Auf der Suche nach der Hexe, mit der Ciri in Konflikt geraten war, stieß Geralt auf eine alte Freundin, Keira Metz. Die Zauberin erzählte dem Hexer von einem maskierten Magier mit einem Versteck, an dem Ciri sich angeblich verborgen gehalten hatte. Der Hexer machte sich mit Keira auf den Weg. Ciri hatte den Elfenmagier nicht erreicht, im Gegensatz zur wilden Jagd. Die Geisterkavalkade war Geralt einen Schritt voraus, so schien es jedenfalls. Der Hexer war nahe daran, die Hoffnung aufzugeben, bis Keira ihn auf die Spur der Mumen vom Buckelsumpf ansetzte. Ja. Wo ist jetzt schon? Ja. So, na, dann probieren wir nochmal den Knilch. Oh. Nekrophagenöl haben wir. Jojo, dich kennen wir ja. Aber wie cool ist das ja jetzt nicht? Thank you.
in der Ecke passiert. Sieht ja bis jetzt nicht schlecht aus. Ja, hallo. Da ist er. Boah. Wir sind krasse Hexer, weil wir Tränke brauen. So, der hat doch jetzt hier bestimmt noch was Schickes in seiner Höhle gebunkert, oder? Ein Bärensilberschwert, überlegen. Oh, schön. Na gut, Digga, dein Cheerleaden hat auf jeden Fall geholfen. Oh, mehr ist er hier nicht, wa? Geht's noch weiter? Ne, von hier sind wir gerade gekommen. Hier ist auf jeden Fall der Eingang. Ein anderer Eingang. Ja, cool. Haben wir geschafft. Achso, wir müssen ja noch den abgeben. Dann müssen wir mal reparieren. Also, so viele Sachen gemacht hier. Gibt es was Neues? Das Monster ist tot, der Nebel gelichtet. Da wird Asdorf aber froh sein. Das ist ein Grund zum Feiern. Du hast deine Belohnung verdient. Nimm sie und leb wohl. Moment mal, das ist weniger als vereinbart. Meister Hexer, die Bestie hat mich vom Torfsammeln abgehalten. Und ich habe ja eine Familie zu ernähren. Mir fehlen nur noch ein paar Kronen, dann kann ich neues Werkzeug kaufen. Hab Gnade. Ich werde dich bezahlen. Ich zahle das Doppelte. Aber erst in einer Woche, wenn ich die Verluste wettgemacht habe. Okay. Das Doppelte in einer Woche? Also schön. Aber denk daran, dass ich daran denke. Du wirst nicht dran vorbeikommen zu zahlen. Danke, Hexer. Hab Dank, Herr. Melitele segne dich. Mögest du fruchtbar sein und dich... An die Arbeit. Du hast nur eine Woche. Okay. Kehre in einer Woche zurück, um die versprochene Belohnung Zinsen abzuholen. Ja, okay, machen wir. Gut, das legen wir also auf Eis erstmal. So, wir haben ja jetzt...
die komischen Buckelsumpf-Darm hier gefunden. Die sind ja jetzt nicht so weit entfernt hier. Den süßen, da guck, der süße Weg. Die sind ja jetzt hier recht nah eigentlich. Ich weiß jetzt hier nicht, ob ich hier kämpfen muss gleich. Ich hoffe nicht, weil mein Schwert ist schon ziemlich im Arsch. Aber ich würde tatsächlich mal den süßen Pfad folgen wollen. Wenn wir schon mal hier sind. Speichern wir. Falls wir da jetzt kämpfen müssen gegen die Hexen. Ach ja, guck mal, haben sie überall Bonbons hier aufgehangen und Blümchen. Ja, blöd. Kind. Na los. Die verlaufen sich ja. Hallo. Ein Hund lief in die Küche und stahl dem Koch den Brei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Hund entzwei. Darauf ließ er ihn bluten und zog ihm ab das Fell. Und freute sich, jetzt endlich ist Schluss mit dem Gebell. Der Koch ist ein Gemeiner, drum zahlen wir es ihm heim. Wir machen jetzt ein Feuer und kochen ihn zu Leim. Ene, mene, mu, das Feuer, das machst du. Alter. Interessanter Reim. Was sind das für Kinder? Wir kennen dich nicht. Geh weg. Also scheiße. Ich suche nach den Hexen des Buckelsumpfs. Du siehst selber wie eine Hexe aus. Die Hexen im Sumpf? Wir dürfen nicht in den Sumpf. Oma erlaubt's nicht. Als mein Bruder Zemek verschwand, meinte Oma, er hätte sich im Wald verlaufen. Danach hat sie dauernd geweint. Er könnte doch noch wiederkommen. Was macht ihr alleine hier draußen? Wir sind nicht alleine. Oma ist doch da. Aber wo seid ihr hergekommen? Wir sind Waisen. Ihr alle? Es ist Krieg, also gibt's Waisen. Wusstest du das nicht? Okay, schon viel erwachsener, als sie aussehen. Eine junge Frau hat sich im Sumpf verirrt. Sie hat aschblondes Haar und eine Narbe im Gesicht. Habt ihr so jemanden gesehen? Hier gibt's keine Frauen. Und was bin ich? Du bist keine Frau. Frauen haben Titten. Das stimmt. Als die Armee hier war, habe ich mal einen Alten sagen hören, versteckt die Frauen im Wald. Ihre Titten verwirren die Soldaten. Das quält die armen Jungs. Das hat er gesagt. Okay. Hört mal, das Mädchen, das ich suche, ist in Schwierigkeiten. Wenn ihr mir nicht helfen wollt, dann vielleicht ihr. Woher weißt du, dass sie hier war? Ich habe gehört, dass sie die Hexen im Sumpf besucht hat. Aber hier gibt's keine Hexen. Hier gibt's nur Frösche. Und Schlangen. Und Hansi. Was soll das heißen? Was ist das für ein Geplapper, hä? Hier ist der Zutritt verboten. Nur für Kinder nicht. Für meine Kinder. Wer bist du? Mit Schwertern wie ein Bandit. Sorry, Leute. Ah. Wer ist Hansi? Hansi fraß ein kleines Kätzchen und dann kackte er 4 Tätzchen. Hüte deine Zunge! Die Kinder erzählen vielleicht Geschichten. Bist du eine der Sumpfhexen? Ich hörte, dass im Buckelsumpf... Ich eine Hexe? Quatsch! Ich habe keinen Besen, keine Eule und keine Warze. Meine Nase ist hübsch.
Schau. Omas Nase ist wirklich hübsch. Oh, du Schätzchen. Kinder sind so süß. Die frisst sie doch. Du sorgst hier für die Kinder? Sie sind meine Enkel. Oma ist lieb zu uns. Klar. Heute Abend gibt's Suppe mit Schwarte. Ein paar haben sich verlaufen. Sie fehlen mir. Weißt du, wo sie sind? Niemand weiß es. Ich rede nur mit den Kindern. Hab sie nach einer jungen Frau gefragt. Ich war ein hübsches Mädchen mit einem langen Zopf. Hat meine Mutter geflochten. Ich hatte Kleider mit Blumen drauf. Vielleicht hast du sie gesehen. Jung, aschblondes Haar. Deine Verlobte? Meine Tochter. Tochter. Meine lieben kleinen Töchter. Wo sind sie jetzt? Sind sie vielleicht verletzt? Ja. Tja, Chat, entscheid mal. Wollen wir flehen oder Rede? Keine Abstimmung, dann. Jetzt reicht's mir aber. Meine Frage war ganz einfach. Hast du die Frau gesehen oder nicht? Keine Angst, Kinder. Alles in Ordnung, Oma. Er ist nur wütend, weil er sich Sorgen macht. Vielleicht weiß Hansi ja was. Ich bring ihn zu Hansi, bevor er fuchsig wird. Du hast dir Hansi nur ausgedacht und du sollst keine solchen Worte benutzen. Ab zur Hütte, sofort. Du stellst dich in die Ecke, dafür werde ich sorgen. Und du verschreckst mir nicht länger die Kleinen. Verschwinde, sofort. Aber auch leider kein Wegpunkt oder sowas, wa? Oh, die Alte hat die Kinder aber gut im Griff, muss man sagen. Die herrscht hier mit eiserner Hand. Du kannst hier nicht rein. Darfst du nicht. Ich will nur mit dem Jungen reden. Geht nicht. Nicht erlaubt. Ich rede sowieso nicht mit dir. Oma mag dich nicht. Und Hansi gibt es gar nicht. Und Fremde stehlen Kinder. Ich will nur wissen, wo ich Hansi finde. Hansi gibt's gar nicht. Geh fort! Geh fort! Warum wollt ihr nicht über Hansi reden? Wenn ihn einer von euch kennt, kennen ihn doch alle. Hansi ist nur sein Freund. Sie sammeln Pilze und jagen Schnecken. Oma sagt, Hansi wäre erfunden.
Habt ihr Hansi schon mal gesehen? Klar, sieht aus wie er. Warum sagst du dann, er wäre erfunden? Das sagt Oma. Oma weiß viel. Behandelt eure Oma euch gut oder tut sie euch weh? Nee. Sie weint, wenn wir böse sind. Sie hat Angst, dass Fremde uns holen. Und wir dann weg sind. Okay. Der Junge, der mit Hansi spielt, muss mutig sein. Nein, er ist nur dumm. Hat sich mal mit nacktem Hintern auf einen Ameisenhaufen gesetzt. Aber er spielt mit Hansi. Er hört nicht auf Oma und geht in den Wald. Und dann muss er in die Ecke. Und er isst Schnecken. Igitt! Das Mädchen, das ich suche, ist in Gefahr. Helft mir, eure Oma aus der Hütte zu locken, damit ich mit Hansis Freund reden kann. Na gut, aber du musst auch was für uns machen. Verstecken spielen. Macht Oma nie. Sagt, ihr tun die Füße weh. Gut. Gut, versteckt euch. Aber wenn ich euch finde, helft ihr mir, mit dem Jungen zu reden, der Hansi kennt. Der glaubt, er findet uns so einfach. Ja. Der hat sich noch nie vor den Schwarzen versteckt. Muss ich auch nicht. Nicht gucken. Und du musst laut zählen. Alle Finger. Und die Zehen. Also bis 20. 1, 2, 3, 18, 19, 20. Alles muss versteckt sein. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Schummeln wir mal ein bisschen. Ein Kind ist hier reingelaufen. Da. Da bist du. Du kannst rauskommen. Wie hast du mich gefunden? Ganz einfach. Jetzt nicht auf dem Dach sitzen, oder? Hab ich dich. Oh. Ich kann dich sehen. Hast mich. Hammer. So. Last but not least. Kann denn hier der Rest der Bande sein? Nein. Ich habe alle gefunden. Du bist ein Zauberer, oder? Zauberst du uns bei der Hütte was vor? Nein, ihr habt mir was versprochen. Ich habe euch alle gefunden. Jetzt müsst ihr mir helfen, mit Hansis Freund zu reden. Na klar, haben wir ja versprochen, oder? Cool. Die Kinder sind lieb. Oma! Eine Hummel hat Jagna in den Arsch gebissen. Oma, komm! Keine Angst. Ich weiß nichts. Ich tu dir nichts. Wo ist Oma? Beschäftigt. Warum hast du Angst zu reden? Ich hab gar keine Angst. Ihr habt alle Angst vor irgendwas. Sonst hättet ihr mir von Hansi erzählt.
Ich hab Angst um Hansi. Er kommt schon lange nicht mehr. Einmal habe ich beim Pilzesammeln seinen Bau gesehen. Aber Oma hat mich angeschrien. Nicht mit Fremden reden, weil sonst Kinder verschwinden. Sie hat auch Angst um Hansi. Aber sie sagt, er wäre erfunden. Wo sind deine Eltern und die deiner Freunde? Tot. Verhungert. Oder getötet, wie meine. Einmal bin ich morgens losgegangen, um Beeren zu sammeln. Da gab's noch welche. Als ich nach Hause kam, hab ich Schreie gehört. Dann Lachen. Ich hab mich oben im Gebüsch versteckt. Meine Mutter hat geschrien. Die Soldaten haben gelacht. Papa lag bei der Scheunentür. Ohne Kopf. Und dann Mama. Schon gut, das genügt. Ich will nur mit Hansi reden. Vielleicht weiß er mehr als du. Du tust ihm doch nichts. Er ist echt, nicht erfunden. Ich werde ihm nichts tun. Hansi war oft hier, weil Oma ihn gerne singen hört. Beim Pilzesammeln hat er gesagt, dass er im Sumpf ein Mädchen mit aschblondem Haar gesehen hat. Wo finde ich Hansi? Am Sumpfrand gibt es eine kleine Wiese mit so einem komischen Baum. Schau dich da um. Da findest du ihn. Danke. Wollen wir ihm nicht einen Apfel geben oder ein Brot oder sowas? Was ist los? Wer hat dir Arsch gesagt? Schlimmes Wort. Nicht wein. Kleiner Fußabdruck. Hansi ist hier lang gekommen. Zumindest meine Schwerter. Tanzen wir. Der kleine Junge läuft hier alleine lang, Alter? Wer hat denn der das überlebt? Die Spuren führen zu einem Bau, was da wohl drin ist. Jetzt bin ich ja mal spannend. Hansi? Kleiner Kobold. Hab keine Angst. Oder? Nee. Hä? Bist du ein Booker? Nee, ein Paun? Ein Lutin? Na, ein Göttling.
Ihr seid selten geworden. Ich suche ein Mädchen mit aschblondem Haar. Hast du sie gesehen? Sag mir alles von Anfang an. Wo hast du sie gesehen? Was hat sie gemacht? Es ist wichtig. Warum nicht? Kennst du die Kinder von der Lichtung gut? Keine Angst. Ich tue keinem von ihnen was. Du lebst hier? Gemütlich hier. Ein guter Platz. Du weißt sicher, was so alles im Sumpf passiert. Machen Monster in der Nachbarschaft dir nichts aus? Was ist los? Kannst du nicht reden? Warum nicht? Hast du die Stimme verloren? Kann ich dir irgendwie helfen? Ich würde erstmal mein Schwert reparieren. Soll ich dir folgen? Ich habe wohl keine Wahl. Nein. Vorsicht! Hier also? Ich sehe mich mal um. Ist da was auf dem Sims? Etwas, das dir die Stimme zurückgibt? Dann muss ich wohl hochklettern. Diese Flasche gemeint. Jo, alles klar, Digi. Ich hoffe, ich hab's noch rechtzeitig gelesen. Dann schlaf schön, ne? Hier. Grüß Lisa.
Krebs, Schlängeln, Ringelflechter, Müll, Hummel, verblüfft. Ach, wie toll das klingt. Peter Pippel pflückt Prinz Proximo pudrig pfeffrige Ponta-Pastinaken. Fertig gefeiert? Meine Lieblingswörter. Ein Leben ohne den Klang von hanebüchenen Haubentauchern ist, als würde man durch einen Stofffetzen an Schnecken lecken. Danke dafür, edler wer auch immer. Lang mögest du leben. Warte mal, ich hab dir geholfen. Hilf du mir auch. Du gedenkst, diesen Akt des Altruismus mit einem gemeinen Geschacher um Gefallen zu garnieren? Yep. Wie kriegt man eine Stimme in eine Flasche? Das frage ich mich. Ich mich auch. Erst recht, da meine Stimme die Krone der Stimmen ist. Mal sanft wie ein Wildbach, mal mächtig wie ein Donnerschlag. Und seien wir ehrlich, ich rede so viel, dass drei Fässer nicht reichen würden. Da hat jemand mächtige Magie verwendet. Entweder als Streich oder als Gemeinheit. Wie hast du deine Stimme verloren? Eines Morgens erwachte ich und wollte wie immer mit den Drosseln singen. Doch, ach, kein Laut brachte ich heraus, obwohl ich mich abrackerte, dass mir fast die Adern platzten. Ich ging ins Dorf, weil die neue weise Frau dort angeblich Wunder wirken kann. Doch die Leute schrien, ein Wirkling, ein Wirkling, und hetzten ihre Hunde auf mich. Sehe ich vielleicht aus wie ein Wirkling? Kein Stück. Eben. Also müssen es die Muhmen gewesen sein. Wer sollte mich sonst verfluchen? Eine befreundete Amsel fand meine Stimme, aber ich kam nicht ran. Hätte dir nicht ein befreundeter Rabe die Flasche geben können? Die Raben dienen den Muhmen. Die helfen niemandem. Okay. Ich suche nach einer jungen Frau mit aschblondem Haar. Hast du so jemanden gesehen? Und ob? Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich erwachte und ging mich erleichtern, wie wunderbar es ist, bei Sonnenaufgang zu defekieren. Und plötzlich ein Rums, so laut, aber das war nicht ich. Und da ist sie, wie aus dem Nichts, jung, aschblond, ganz wie du sagst, verwundet und völlig außer Atem. Zischt ab in Richtung Kinderhütten, als wären die Muhmen hinter ihr her. Ich fluchte ihr nach. Sie hatte mir den Morgen verhagelt. Aber ich hatte die Stimme verloren. Da hat sie mich wohl nicht gehört. Ich war in einem Dorf im Sumpf und traf eine Frau, die eine der Muhmen hätte sein können. Kam sie dir verwirrt vor? Total bekloppt. Puh, dann spinne ich nicht. Das ist keine der Muhmen. Sie kümmert sich um die Waisen. Behauptet, ich wäre eine Erfindung der Kinder. Ich? Ein Waisenhaus im Sumpf? Was hast du gegen den Sumpf? Ich bin schon mein ganzes Leben hier und kann ihn nur empfehlen. Was weißt du über die Muhmen? Sie sind so alt wie dieser Wald. Grausam, rachsüchtig. Man hintergeht sie besser nicht. Und wenn es doch jemand tut? Dann kann ihn das die Stimme kosten oder das Leben, je nach ihrer Laune. Sie sind fies, aber auf ihre Weise kümmern sie sich um dieses Land und seine Leute. Es heißt, sie halten immer Wort, aber man muss aufpassen, worum man bittet. Man kann sie nur sehen und finden, wenn sie es wünschen. Doch bedenke, sie selbst sehen und hören alles, was in ihrem Sumpf vor sich geht. Sie rannte also zum Waisenhaus. Dann könnten die Kinder was wissen oder die alte Frau, die für sie sorgt. Die alte Schachtel redet nicht mit Fremden. Und du bist ein Fremder. Redet sie mit dir? Ich habe meine Art, mit ihr zu sprechen. Also gut, du hast mir geholfen und ich bin kein Flegel. Komm mit. Ja, cool. Ganz ruhig rennen. Aufpassen!
Verdammt! Was auf, Ape? Was du zu bieten hast. Ja, cool. Auf jeden Fall. Zwischen zwei Zwetschgenzweigen sitzen zwei zwitschernde Schwalben. Ah, ja, mein Schnellreisepunkt. Geil. So muss das. Ah, dann können wir die jetzt... Die Luft ist rein. Keine Mumie in Sicht. Ich muss der Oma was vorsingen, das beruhigt sie. Okay. Dann können wir schnell mal irgendwo anders hin, schnell verkaufen und dann können wir wieder herkommen. Wenn die Sonne schlafen geht und die Lichter aus sind, kriecht der Mondschein aus dem Fenster und so sanft träumt das Kind. Du hast deine Stimme wieder. Ja, obwohl ich irgendwo eine Oktave verloren habe. Ich suche sie, wenn ich daheim bin. Du darfst nicht hier sein, Hansi. Hättest nicht kommen sollen. Nur ruhig, Oma. Nicht aufregen. Das bekommt ihr nicht. Schwierige Entscheidung. Kannst du mich zu den Mumen führen? Vergib, Oma, aber dieser Mann muss unbedingt mit den Herrinnen sprechen. Das ist nicht erlaubt! Bitte, es ist wichtig. Er wird ganz still sein. Oma, bitte hör zu. Ich habe die kleine verirrte Jadna gefunden, oder? Genny vom Fieber geheilt und nichts verlangt. Nicht mal über meine gestohlene Stimme habe ich mich beklagt. Aber jetzt will ich was, Oma. Hilf dem Mann hier, sonst geht er mir Tag und Nacht auf den Geist. Sogar auf dem Pott. Er sucht ein Mädchen. Und vielleicht wissen die Herrinnen, wo sie ist, hm? Tja, wenn du es so sagst, Hansi, ich werde ihm helfen. Komm mit mir. Okay. Ach so, deswegen durften wir da nicht rein, war verschlossen. Alles klar. Hansi ist ein guter Junge, aber die Herrinnen mögen ihn nicht. Nein, sie nennen ihn eine miese Kreatur. Wer sind die Frauen auf dem Wandteppich? Das sind die Herrinnen. Okay. Meisterinnen, hört mein demütiges Flehen. Seht einen erbärmlichen Wurm vor euch stehen. Was euch recht ist, soll jetzt geschehen. Du wagst es, uns zu stören, Weib? Jemand spricht durch dich? Hübsch und auch noch schlau. Wo hast du dich versteckt, Jungchen?
Ich suche eine junge Frau mit aschblondem Haar. Ihr habt sie gesehen. Wo ist sie? Oh, diese Ungeduld. Vielleicht mag ihr nur aschblonde Mädchen. Die junge Frau, sie ist meine Ziehtochter. Wen soll das interessieren, wenn sie wohlgeformt ist? Mich. Ah, ein Wunderpunkt. Er blubbert wie Bier mit frischer Hefe. Oh, genauso mag ich sie. Ihr habt sie gesehen. Verschweigt mir nichts. Wie ungehobelt. Na, vielleicht ist es besser so. Sag, wie mutig bist du? Fürchtest du die Bestien des Waldes? Dies sind harte Zeiten, Weißhaariger. Bruder kämpft gegen Bruder. Das Land schwimmt in Blut. Das Böse ist stärker als je zuvor. Eine dunkle Macht ist bei Nineveh erschienen. Sie lebt von Hass und Verachtung. Zerstöre sie, dann erzählen wir dir, was wir über die aschblonde Frau wissen. Dunkle Macht? Da braucht ihr einen Ritter oder Hexenjäger, keinen Hexer. Der Dorfälteste von Nineveh wird dir alles erzählen. Lass dich von ihm bezahlen, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Unsere Dienerin bringt dir jetzt den Dolch. Einen Dolch? Wozu? Wenn der Dorfälteste den Dolch sieht, weiß er, dass wir dich geschickt haben und hilft dir. Okay. Ich rede mit dem Dorfältesten, aber versprechen kann ich nichts. Los, Weib, gib dem jungen Mann den Dolch. Und du, Weißhaariger, kehre erst zurück, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Ja, Herrin, sofort. Bin unterwegs. Dolch, ich muss den Dolch holen. Hier, der Dolch. Die Herrin sagen, ich soll ihn dir geben, den Dolch. Schöner durch. Leg den Lohn des Dorfältesten auf den Stein. Steinblank, steinglatt, steinweiß, steinhört. Okay. Höhere Vampire hinzugefügt. Okay, cool. Tja. Also sind wir jetzt so wieder im Auftrag von den von irgendjemanden unterwegs. Ah ja, klar. Judy Moody. Bin
würde ich sagen, machen wir jetzt hier noch ein, zwei abschließende Maßnahmen. Bisschen verkaufen, reparieren. Und dann machen wir erstmal Schluss für heute. Aber es geht auf jeden Fall weiter. Demnächst. Ah. Ich sehe mich mal. Oh, was hat er denn so? Na, da kriegen wir wieder mehr bei den Schmieden. Leb wohl. Wir sehen uns wieder, das weiß ich. Okay. Aber der andere, der hat noch ganz viel Gold von mir. Über 1000 noch was. Wir gehen mal lieber dahin zur Truhe. Kann sein, dass wir erstmal meditieren müssen dann. Ich wünsche euch die Pocken. Baron, Schmaron, wenn ich eine Bäuerin ficken will. Das ist ein Land, ey, wirklich. Wir müssen die Pferde tränken. Wie kann... Ich würde mir gerne was ansehen. Blabliblub. So, ja, 1200 Gold hat er noch. Geil. Krass. Immer noch so viel Gold, ey. Ah, wir haben so ein Monster-Dings gefunden. Monster-Sense. Geil! Ja, cool. Na, dann stellen wir die doch her. Die Greifenstiefel. Nice. Er hat wieder 900 jetzt durch uns, ey. Krasser Kack. Leb wohl. Wir kriegen von dem aber auch das Gold nicht wieder. Jetzt haben wir die Greifenstiefel auch. Dieser verfickte Kaiser. So, ich weiß jetzt nicht, wo ich die Monster Sense herbekommen habe, aber. Also es ist gut, dass wir die haben. Bolzen nehme ich mal mit. Spaltbolzen. Okay. Oh, jo, jo, jo. Oh, jo, jo. So, wir haben ja wieder Ohren gesammelt hier. Ne? Ja, genau. Oder Floren. Nicht Ohren. Die gibt es glaube ich auch. Ja, nice. So, satt. So, dann haben wir heute richtig viel. Wir sind dann nach Hauptquest weiter. Wir haben Hexeraufträge gemacht. Auf jeden Fall.
Wir haben noch ein paar Nebenquests. Ah ja, genau. Wir müssen zudem noch zurückkehren, auf jeden Fall. Ja, cool. Also können wir uns das nächste Mal auf jeden Fall um die Herrinnen des Waldes kümmern. Und vielleicht auch um die Scheiterhaufen hier. Besuche Triss. Ah, Triss. Triss Merigold, ja. Mal gucken. Das war die auch nochmal. Und ja, dann können wir uns hier erstmal um die ganzen Nebenquests, glaube ich, kümmern. Die ja, fliegenden Fäuste, die Gewinnspiele. Wir können auch mal ein paar Rennen machen hier. Ja. Können wir auf jeden Fall einiges machen, denke ich. So, ich muss jetzt ganz dringend auf Klo. Hör jetzt mal kurz auf zu quatschen fürs VOD, ne?